Dominik, wir sind auf. Wir sind drauf. Was? Wir sind jetzt hier. Wo bist du drauf? Ja, wir sind drauf. Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen, Hallo. Teil 24 Games und Gerstensaft mit Assassin's Creed 4. Und wir sind in der. Genau. Marihuana Hochburg schlechthin in Kingston im schönen Jamaika. Ja, das stimmt. Und da fühlt sich Dominik sehr heimisch. Ja. Trotzdem bin ich am Pad. Ah. Na, du bist doch so ein. Bist doch. Ich bin so ein Kingston-Fan. Ja, du bist halt auch so ein Reggae-Fan. Es gab ja auch ein Lied von und auch die, UB40, die, ne? UB40. Ist eine Reggae-Fan. Ja, ist eine Rise of Reggae. Ja, genau. Und da, der Leadsänger ist aber ein großes Arschloch, habe ich mir sagen lassen. Ali heißt er ja. Ali, Alistair. Nein, also Dominik ist ja auch, bist ja auch ein großer Fan von dieser ganzen, auch so die Kultur, also auch die jamaikanische Kultur mit Bob Marley. Ja, Bob Marley, ne? Ja, aber auch. Hast du auch mal Rasterlocken gehabt? Ich habe auch mal Rasterlocken gehabt, das stimmt. Das glaubt man gar nicht, bei den wenigen Haaren hat man ja schon mal, hatte ich ja schon mal eingeblendet ja, gehabt genau. In einem früheren Video. Ja. Da hattest du ja auch schon mal Rasterlocken. Also deshalb fühlst du Dominik da eigentlich ganz zu Hause, aber ich habe das Pad. Ja, dann zeig mal, was du hier drauf hast. Genau, wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar hier mit dem wunderschönen Blick über das wunderschöne Kingston. Und ich springe jetzt in diesen wunderschönen... Heuwagen und hoffen, dass ich es hinkriege. Kopfhörer rein. Schaffst du nicht. Ist immer noch physikalisch total sinnfrei. So, und ich habe gesagt, wir machen ein bisschen Templerjagd, habe ich mir vorgenommen. Ja? Wir jagen ein paar Templer. Okay. Und plündern ein paar Schätze. Ja. Und rauchen ein paar Spliffs. Ich meine, ein bisschen noch Musik. Die machen doch nichts. Tschüss. Kannst du ja auch plündern machen. Oh, jetzt hab ich die Waffe. Oh. Oh, nimm die Waffe auf! Und mach die Typen platt. Wo sind sie denn? Da oben. Oh, das ist der Scharfschütze. Oh, oh. Oh, oh. Ist der Max schon weggeschmissen? Hä? Piau! Wie ging das denn? Ganz ungestüm hier. Und tschüss. Ungetüm. Nee. Stürmisch. Das war schlau von der Sache her. Ist der noch lebt? Was? Der Edward Kenway oder der Passant, den war? Nein, der Typ, der da runter. Ja, ach Gott, der ist halt. Mach mal das hier. Ja, genau, das ist ja das. Der Maron. Der Maron. Heißt das nicht die Marone? Ja. Was wollt ihr von mir, Engländer? Edward Kenway. Ich kam, um euch zu warnen. Ich bin Waliser. Hat das nicht mal für mich seht ihr alle gleich aus. Wozu brauche ich eine Warnung? Mein Leben besteht aus Gefahr. Daran bin womöglich ich schuld. Da freut er sich. Dann schuldet ihr mir was. Kopf. Wie der Zufall will, brauche ich jemanden, der ein paar meiner Freunde befreit. Na. Sklaven. Meint ihr? Brüder, Krieger, die Hoffnung der Maroon. Maroon. Klingt Maroon 5. Mich was angehen. Wir befreien die Maroon 5. Wie die Jackson 5. Ich weiß nur, dass ihr euch unter eure Landsleute mischt. Sucht Hinweise. Oh, ich dachte, wir metzeln jetzt ein bisschen. Anstatt ist das wieder so eine Lauschmission. Ich sehe, was ich tun kann. Doof. Ah, egal. Müsst ihr durch? Teil 24, Lauschmission. Wir belauschen mal ein bisschen. Lausch, lausch, lausch. Wie eine Katze. Wie eine betrunkene Katze. Die müssen wir belauschen. Lausch, lausch, lausch. Große Lauschangriff. Na, wie du das machst. Kann die NSA noch was lernen von dir hier, ne? Oh, da bist du raus. Schneller, da rein. Das sollte ja nicht so schwer sein, die zu belauschen. Ich musste den Mann nur nach Norden eskortieren. Nein, Süden. Nein, Norden. Ganz sicher Norden. In Richtung Lagerhaus. Das Lagerhaus. Jedenfalls ist er ein Sklave. Er trägt Fußeisen. Der entkommt uns also ohne Hennig. Die sind sehr komisch. Lachen. Ihr könnt mich da nicht sehen, ich stehe hier ganz unverblümt in dieser Ecke. Gibst du einen aus? Ich bin arbeitslos. Bist du einen aus? Neues Missionsstil, die Unterhaltung belauscht. Ich bin am aus. Achso. Die sind fertig belauscht.
Die sind ausgelauscht. Wir haben fertig NSA gespielt. Auch nicht, also bei den beiden. Ja, bei den beiden, die aber sind... Aber die NSA ist ja nie fertig. Die NSA ist nie fertig. Hat jetzt übrigens, also jetzt, wo wir die Aufnahme hier machen, hat der die US-Gerichtsbarkeit der NSA das Datensammeln erlaubt. Ja, klar. Ja, klar. Die dürfen ja nicht gegen das Gesetz handeln, das wäre ja Quatsch. Ja, das wäre ja Quatsch. Dann muss man halt die Gesetze ändern. Unschrank. Oh, oh. In der Nähe fest. Wozu denn? Um das Sichtfeld zu behalten. Was? Nicht. Um ein Exempel zu statuieren oder so. Was ach ja. Guck mal. Muss er denn etwas getan haben? Manchmal braucht man einfach ein abschreckendes Beispiel. Das ist mein wahres Wort. Vorsichtig. Vorsichtig. Dumm. Oh, oh. Stell dich in die Gruppe. Ja, ich hab mich sofort integriert. Ich falle überhaupt nicht auf unter den drei Schwarzen. Das ist ein Weiser. Was? Ja, stimmt. Bisschen dreckig und so. Aber trotzdem ist der schwer bewaffnete Typ mit der Kapuze völlig unauffällig. Oh! Verfolgt man uns? Wir müssen die anderen warnen. Ich, hä? Einer der fangen! Du musst sie fangen. Fang ihn! Ein Glück, dass sie nicht schnell sind. Bams! Hab ich ihn gefangen. Hast du ihn gefangen? Hasch mich, ich bin der Frühling. Kannst du dir... Was machen sie denn jetzt? Das ist doch... Die Informationen, die ich brauche. Nein. Ich habe von euch gehört, Assassinen, tu mir nichts. Ich will nur wissen, so eine hässliche Perücke trägt. Weißt du von jemand, der festgehalten wird? Sogar er wird doch gerade festgehalten. Ja. Lass mich leben. Ich. Und meine Kinder. Dann komm schon. Raus damit. Ja, na klar. Naja, raus damit. Sucht bei der Windmühle. Da treibt sich so ein Don Quixote rum. So ein Irrer. Der ist so ein Irrer auf einem mit einem Typen auf einem Esel. Ach so, Mission 1. Das heißt, wir machen dann Mission 2. Okay, nee, machen wir jetzt nicht. Oder wollen wir weitermachen? Wollen wir diese Mission jetzt weitermachen? Gehen zur Windmühle. Ja, gehen wir zur Windmühle. Wo ist denn die Windmühle? Weiß es nicht. Muss mal gucken. Gucken wir mal, wo die Windmühle ist. Ah, wir brauchen erstmal hier. Guck mal, hier, was ist da? Da geht's weiter. Oh, guck dir mal. Was denn? Hier, so ein riesiges rotes. Was ist das? Wow! Kingston ist ziemlich groß. Da ist auch ein Lagerhaus, das können wir wieder stibitzen. Aber, warte, dann machen wir folgendes. Hier? Dahin, genau, geh dahin. Das machen wir jetzt. Machen wir wieder ein bisschen Nebenmissionen, wie die Leute auch manchmal gewünscht haben. Ja. Komm her, komm her, komm her, komm her. Was war das? Da hat er dich genutzt. Wie immer. Ja, der ist weg. Ach, egal. Machen wir ein bisschen... Zack. Weg. Da ist die Windmühle. Ja, ja. Ach, guck mal, da muss man sowieso hin. Aus dem Weg, Bürger. Ich bin Edward Kenway, betrunkener Waliser. Mit Blasrohr auf dem Rücken. Das ist auch ein bisschen gruselig. Mm, zack. Zack, zack, zack. Da brummt doch nur. Mm. Kenn ich nix. Yep, 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 Windmühle. Oh. Windmühle, Animus-Datenbank. Wer kennt sie nicht? Oh, Windmühlen, die machen wohl was? Die sind bestimmt für den Wind machen da. Na, die machen den. Die machen den also den Wind. Ich dachte immer, das sind diese... Kannst du nicht hoch in den Spalt. Ja, ja, das sind diese Windparts, habe ich gedacht, die das machen. Nee. Das machen die Windmühlen. Nicht. Die halten kurz. So, da ist ein Vogel. Ja. So, und dann machen wir als nächstes die Templer-Mission. Das ist aber kannst schön. Du dich da so dranhängen? An so eine Windmühle? Mach das mal. Soll ich mich mal an so eine Windmühle Blatt? Ja. Wie heißt das eigentlich? Blatt? Blatt heißt es. Blatt? Mhm. Ah. Ui. Oh oh. Nee, du musst schon an die Seite, sonst wird das nichts. Das fällst du doch gleich runter. Du fällst gleich runter, du musst an die Seite, genau. Jetzt da. Und das war's. Und tschüss. Naja, hast du versucht. Ach, regeneriert sich doch wieder. Oh ja, der sägt. Der sägt ein bisschen. Wo ist jetzt hier Dings? Ich weiß nicht, wo der Kollege ist. Wir müssen da. Ist das der? Wir müssen eh zurück zur Windmühle, das ist so lustig. Ja. Naja. Und das nächste Mal. Nein. Ah, komm. War cool abgerutscht. Ach. Ich hab's geschafft zu trinken und geradeaus zu. Oh, zu schwimmen. Du schaffst im echten Leben nicht zu trinken und geradeaus zu laufen. Das stimmt. Das ist ja aber auch egal. Im echten Leben? Da ist immer eine Wand, an der man sich langkommt. Brüder sind. Helft mir, sie zu retten. Okay, mach mal. Nein, komm.
fies ist das ja, wenn du einen Betrunkenen an die Litfaßsäule stellst. Und sagst immer an der Wand lang. Das ist auch, das ist der alte Witz mit dem Blinden. Mit einem Blinden an die Litfaßsäule, immer an der Wand lang. Das ist auch gemein. Vielleicht ging der Witz ja auch eigentlich so. Und ich hab das jetzt nur... Die Templerschüsse? Ich dachte, die wurden zerstört. Gesagt! Bin ich nicht der Einzige, der von Ihnen weiß? Wenn wir ihn finden, gehört er euch. Abgemacht. Holen wir eure Frau. Wir haben schon wieder nicht, warum sie sich jetzt doch geeinigt haben, schon wieder nicht. Irgendwas mit Windmühlen, habe ich gehört. Oh, es ist dunkel. Es ist Sklaven. Die stehen wahrscheinlich. Die Tränker und Huren, die ihr Freunde nennt, könnten jetzt helfen. Tränker und Huren? Ja, die hier anheuern. Oh. Anheuern. Die Sklaven, die sind bestimmt. Angreifen. Ich reiß dir das Ding aus! Die sind bestimmt in der Windmühle und leben. Das ist sehr unauffällig, dass du den einen gerade erschossen hast. Depp, ey. Oh oh. You can't outrun fate! Bin ich. Vergnügt euch. Oh. Hat er erschossen? Jetzt war's zu spät. Quatsch. Lebt doch noch. Daneben geschossen. Er war auch schon betrunken. Da. Oh, ist mir jetzt egal. Komm jetzt hier. Genau, siehst du, daneben geschossen. Weil der noch mal einen schönen... In mein Büro. In mein Büro. Kommt in mein Büro. Du hast ein Muster noch welche. Ach, da. Hä? Sind da nicht noch mehr? Oder was? Achso, nee, das ist Anto. In mein Büro. In mein Büro. Wir haben ein wichtiges Meeting. Ein Assassinen-Meeting. Sklaven-Meeting. Sklaven-Meeting. Die Gewerkschaft. Organisiert sich wieder. So. Wieder hier? Wie auch mal still. Kommt mal mit, ihr Betrunkenen. Ja, holt ihr doch nicht die Typen, die machen doch nur Krach. Holt ihr doch so Vibers. So Vibers? So Vibers holt ihr doch. Aber hier ist doch auch nicht Vibers. Oh ja, ach, die kannst du doch so machen, das sind doch nur zwei Nasen. Zwei Nasen. Da sind Vibers. Ja, die Vibers, die brauche ich auch. Ah. Das sind vier Nasen. Dann holt ihr die Vibers. Vibers. Okay. Nee, die da unten, meine ich. 150, die sind ganz schön teuer. Messer und Äxte zumeist. Ein bisschen Schießpulver, nicht viel. Kaum mehr als Stöcke und Steine. Endlich. Stört die auch gar nicht. Stört die gar nicht. Ach. Kannst du den nicht auch noch hier? Ah ne, das ist hier alle. So, jetzt gehen sie mit. Gucke jetzt hier. Zwei und vier Damen, die glücklich. Tja. Die haben noch Großes vor. Das ist ein Turm. Ja, ich weiß. Machen wir dann später. Ist ja auch duster. Hallo. Dann fahren wir. Noch mehr Damen. Damen? Diese ganzen Herausforderungen, die man immer... Mhm. Das ist Wahnsinn. Abstergo. Da. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Das Gebiet wird gut bewacht werden. Ihr wisst, wie es geht. Geht in Position. Hat das jetzt zu den Damen gesagt? Ihr wisst, wie es geht? Wo sind deine Damen eigentlich? Komm noch. Da hinten. Ihr wisst, wie es geht. Geht in Position. Da. Gebt ihnen was zum Nachdenken. Zum Nachdenken. Hm. Oh, guck mal hier. Hockt da ein Busch. Soll ich mal... Ich mach mal. Hey, hey da! Munition. Ups. Was ist? Das war nicht kurz davor. Also. Anstatt dass der Typ mal seinen Kumpel da befreit. Nee, oder einfach anstatt der Typ mal mitmacht. So, bitte. In mein Büro. Treff mich in meinem Büro. Es ist super. So, was ist hier jetzt? Ich hab's.
Man. Hat sich wegteleportiert. Also in sein Büro. In mein Büro. Scotty, beam me up. Das ist ja bescheuert, das ist ja richtig bescheuert. Wohin als nächstes? Das muss reichen für eine Nacht. Oder findet ihr Geschmack daran? Das war's, kein Templer? Was mit dem Schlüssel? Was mit dem Schlüssel? Welcher Schlüssel? Ihr bekommt den Schlüssel. Das. Nein, er ist für ein Bankschließfach. Ja, er ist ein Bankschließfach. Ah, hab lange nicht mehr Der Auftrag gesehen. Ich habe auch lange nicht mehr Der Auftrag gesehen. Ja, das ist ein toller Film, das ist ein genialer Film. Gibt's auch irgendwo im Internet, habe ich mir sagen lassen. Genau. Ich habe die DVD noch irgendwo bei mir zu Hause rumstehen. Ich auch, hier irgendwo unten. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ja! Ja! 10 Minuten. Na gut, das ist... Das ist gut, weil als nächstes... Oh, hier, guck mal, hier können wir noch ganz viele Türme auftürmen. Na, dann machen wir noch den Turm, dann ist das hier so mit verbunden. Und dann gehen wir runter und machen die letzte Mission, damit wir endlich den Templer erlegen. Weil dann kriegen wir nämlich so einen Schlüssel, mit dem wir diese Tür aufschließen. Jetzt nehmen wir die Tür und dann können wir Rüstung. Da durch die Tür gehen und dann... Genau, mit dieser Rüstung, die wir da gefunden haben. In ach Dreck so! Inagua. Ja, ich erinnere mich. Ich mich nicht. Ja, mach doch nicht. Komm, wieder zurück. Man gewöhnt sich dran. Wo willst du denn hin? Achso. Stimmt, hier die Rüstung. Wie viel brauchen wir davon? 12? Ja, ich glaube. Ganz schön heftig, ne? Ganz schön derb. Ist auch immer ein bisschen so, als ob er keinen Bock auf die ganze Scheiße hätte. Ist wahrscheinlich gerade Montag. Oh, der hat sich an der kaputten Glasscheibe. An der kaputten Glasscheibe hat er sich festgehalten, wenn das mal nicht, wenn da mal nicht jemand eine Tetanusimpfung braucht. Ja. Mist. Ui. Was ist da? Guck mal, was ist da? Also, Bretter. Bretter, ah! Wir brauchen immer noch Holz. Lass mal das nicht einsammeln. Hä? Muss ich wirklich... Ich muss wirklich zu diesem, wo die Fenster sind, klettern. Ja, das ist ja selbstverständlich. Das ist ja selbstverständlich. Bist du denn noch nie an einem Haus hochgeklettert? Nee, du bist... da, ne? Ich hab eine komische Lache jetzt. Aber, ah, sehr schön, ja. Das ist so bescheuert, ey. Ohne Flachs hier. Gut gemacht. Zum Wohl. Oh, nochmal die ganze Sache hier. Und nochmal bitte. Wer will noch nicht, wer hat nochmal. Oh Mann. Ey, wie oft wir schon in diesem Durchgang gestorben sind, das geht ja auf keine Kuhhaut. Ich glaube, wir sind mehr gestorben, ich bin mehr gestorben als bei Dark Souls. Glaubst du nicht? Glaubst du mir nicht? Aber aber es ist auf jeden Fall preisverdächtig, der Abgang gerade. Hallo? Jetzt muss ich ein bisschen rüberklettern. Das ist alles zu schwer. Ritz das Kreuz mit den Füßen. Ja, mach ich. Ich bin. Das ist Blasphemie. Aber es ist mir egal. Das war nichts. Können eigentlich Schwarze, habe ich mich gerade so gefragt. Also, oder? Afroamerikaner. Also, der heißt ja quasi jetzt auch offiziell schwarz, oder? Wie ist das denn? Es ist offiziell, also meines. Also, sie selbst. Dunkelhäutige. Dunkelhäutige, na, da bist du, da setzt du dich das in. Ist auch nicht gut. Das ist wie farbige. Das sind ja, die blau, ja grün und gelb. Das ist ja nur eine Beschreibung, weil dunkelhäutig sind sie ja, oder auch nicht. Das ist ja, als würdest du sagen, der mit der Nase. Also, wenn du. Wenn du, terminologisch ganz korrekt sein willst. Dann sage ich... Negrit. Das klingt doch auch wieder... Ja, aber das ist terminologisch komplett korrekt. Da bist du dich, da setzt du dich in gar keinen... Warum? Kein, nee. Das, Negrit, was ist das denn für ein... Nee, das glaube ich auch nicht. Das klingt ja schon nach... Wir beenden die Unterhaltung jetzt. Ja, jedenfalls habe ich mich gefragt, ob Schwarze... Ich nenne es jetzt Schwarze... Ich glaube nicht, dass sie das stört. Ich bin ja auch ein Weißer. Also, was soll's? Punkt. Du bist der Weißeste der Weißen. Ob sie auch blasphemisch sein können? Ey, weißt du, wie wir uns die ganze Zeit rassistische Sprüche wirklich oder Formulierungen zu umgehen und dann kommst du mit blasphemisch. Das hast du ins Spiel gebracht. Was ist denn hier? Frage ich mich jetzt nur so, ne? Oh mein Gott. Wartet ihr jemanden? Ihr bekommt den Schlüssel früher als gedacht. Helft uns, das Büro zu verteidigen. Das Büro zu verteidigen! Die befreiten Männer helfen auch. Na dann, ab geht's.
Das Büro, das darf nicht zerstört werden. Da sind ganz wichtige Akten drin. Und Formulare. Was machst denn du? Meine anderen Waffen ausgewählt, die sind besser kämpfen. Weg, tot. So. Kommt noch jemand? Da hier, den kannst du mal gucken. Es ist zu ruhig, das ist verdächtig. Es werden noch mehr kommen. Okay. Dezimiert sie vor dem nächsten Angriff. Dezimiert. Angriff. Was musst du machen? Dezimieren vor dem nächsten Angriff. Du hast noch 26, 5, 4. Was machst du denn? Du musst irgendwo hinrennen. Ja, ich weiß. Ich will aber, wo die näher dran sind. Hier, die sind näher dran. Ja. Auch noch Ansprüche haben. You there. You there. Wow. Ja. Verteidigen, los. Das wird einfach. Ja, viele ausgeschaltet. Ganze drei Stück. Der gute Adewale. Nee, Anto. Nee, das ist nicht. Du sollst doch nicht. Was machst du? Der hört einfach auf zu kämpfen. Machen wir. Nö, ich nehme wieder die hier, die drei. Die sind aber auch keine schlauen Wegelager. Aber da bleiben Leute schon hin, das ist erst Quatsch. Egal. Ist doch egal, ich könnte auch stehen bleiben, es ist egal. Ich glaube beim letzten Mal. Siehst du, jetzt kommt nämlich. Weil beim letzten Mal sind die drei auf drei losgegangen und du auf drei. Deswegen kamen nur noch drei am Ende an. Das sind nämlich immer neun, ich will zählen. Und tschüss. So. Wo ist der Schlüssel? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ey! Schlüssel! Nein. Ich hab heute leider kein Foto für dich, Edward. Willst du diese Rose haben? Der Name des Templers lautet Kenneth Abraham. Kenneth! Ach, Kenneth! Am laufenden Krieg gegen die Maroons teil. Die Maroons! Wollen wir Kenny töten? Wir haben Kenny getötet. Lasst mich einen Plan schmieden. Lasst mich einen Plan schmieden. Trefft mich im Büro. Trefft mich in der Schmiede. So, jetzt. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, oder? 3 Minuten 27. Komm, das nächste auch noch. Wir wollen diesen verdammten Schlüssel haben. Wo ist das? Wo ist sein Büro? Haben wir das nicht gerade verteidigt? Ja, aber er schmiedet ja einen Plan. Ach so, also den schmiedet er woanders. In der Schmiede. In der Schmiede, genau. In der Schmiede schmiedet er den Plan. Tschung, tschung. Aus dem Weg. Schmeiß er los. Aus dem Weg. Was ist hier? Schmiedet er das wirklich in der Schmiede? Das ist deine Kirche, da warst du gerade schon drauf. Ah ja, bin ich runtergefallen. Zweimal. Ach, das war sehr lustig. Komm. Du bist auch schon mal von einem Gebäude runtergefallen. Na und? Aber nicht von der Kirche. Liste des Kommandos. Die Liste des Kommandeurs, aber egal. Naja, fast. die geübte Königin. Abraham hat beste Verbindungen und linke Taschen. Ja. Aber wir kennen einen Mann aus seinem innersten Kreis. Wir verfolgen ihn, bis er uns zu unserem Ziel führt. Yay, Verfolgung! Da kommt er schon. Da kommt er. Wo ist er? Drücken. Da. Du kannst es einmal machen. Dann behältst du ihn im Sichtfeld. Er ist auch ganz unauffällig da. Wie du das machst. Guten Abend. Guten Abend! Guten Abend! Schöne Nacht, um den nahen Sieg zu feiern. Wir sind in der Überzahl. Wir werden sie überrennen. Schade, dass sie nicht eingeladen sind, um uns beim Feiern zuzusehen. Aber das ist so typisch britisch, weißt du? Dieses, oh ja, wunderbar! Okay, wunder, dass die Leute so denken, so sind alle Briten. Warte mal, deine Adlersicht. Je mehr, desto besser. Ich komme gerade aus der Kaserne. Vorsicht, Vorsicht. Die neue Waffenlieferung wird unserem Problem mit dem Schwester Ende bereiten. So ist es geplant. So ist es geplant. So ist es geplant. Vortrefflich, alter Freund. Aber diesmal ist es uns egal.
Gibt es denn dort auch Earl Grey? Natürlich. Aber von Toast schneidet ihr mir bitte die Ränder ab. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich dem Fest beiwohne. Ich ebenfalls. Wir sehen euch dort. Ups. Was muss ich jetzt verfolgen? Nur noch die zwei. Die zwei. Die zwei. Meine Dirnen geben mir Geleitschutz. Was macht der da? Anto trollt hier durch die Gegend, das ist Wahnsinn. Und vor allem, wir sind kein richtig ausgebildeter Assassine, aber er ist hier. Wird der Commander heute auch teilnehmen? Ja, ich sprach gerade mit ihm, er ist hier irgendwo. Der Kerl war die ganze Zeit unter unserer Nase. Er ist aufgeweckt. Er benimmt sich nicht wie normales Assassine. So. Da drin. Jetzt musst du deine Dirnen loswerden. Kannst auch einfach durchgehen. Da, außen. Mach's gut. Mein Vater kämpfte gegen die Koromanten. Einer der wenigen, die es überlebt. Dieser Hutto ist der wirklich so ein Krieger wie alle sein. Da ist er. Nee, Abraham ist woanders, okay. Ungültiges Ziel. Aber unser Krieg wird anders. Dieses Mal werden wir sein Land erobern. Wie könnten wir verlieren? Die leben auf Plantagen und kämpfen mit alten Beutewaffen. Das dauert keinen halben Tag. Darauf Prost. So gefällt es mir. Achso, du hast quasi die Zielzone verrutscht. Ungültiges Ziel. Abraham ist woanders. Was war da? Der Fälle? Sagst du? Die heilen. Komm her, dich muss ich ausschalten. Komm her. Oder auch nicht. Dann lässt es eben. Ja, alle Anto, den interessiert das überhaupt gar nicht. Okay. Können wir die nicht einfach oder? Ja, der dort. Können wir das Land nicht besetzen? Kenny. Abkommen? Gott, muss ich aber ein. Wieso? Hab da unbegrenzte Zeit für? Ja, oder hat er ab jetzt? Ja. Aber da sieht er das ja. Ach, der sieht das. Klar. Hast du nicht noch so einen Giftpfeil? Hast du noch? Auf. Oh oh. Kannst du ihn nicht einfach Berserker feilieren? Ach so. Hold a moment. Stallone, help me, damn it. Machst du einen? Ich versuche irgendwie zu gucken, wo er lang geht. Er geht jetzt wahrscheinlich wieder zurück. Was ist denn hier los? Ja, jetzt hat er die Glocke gebindet. Ach, scheiß drauf, dann. Kannst A drücken, dann sich. Ja, klar, natürlich. Was machst ich hab du? Nichts gemacht. Weißt du, das fette Feuer. Menschliches Schild, A. Scheiße, hätten sie nicht. Okay, das war's. Das machen wir dann. Machen wir das im nächsten Teil oder ja, machen wir das überziehen? Ja, selbstverständlich machen wir das im nächsten Teil. Weil das dauert jetzt wieder, weil wir stoppen jetzt an dem Kontrollpunkt, ne? Ja. Nee, machen wir im nächsten Teil. Machen wir im nächsten Teil. Gut. Alles klar, naja, gut, haben wir ja wieder mal richtig viel geschafft. Ja, aber. Okay, sind wir raus. Das war Teil 24. Teil 25, dann werden wir endlich Kenneth Abraham umbringen. Kenny. Und dann machen wir weiter in der Story. Genau. Und dann haben wir genug in Kingston rumgealbert. Im Büro vom guten Anto, der sich teleportieren kann. Guter Mann. Was er alles kann. Ne? Guter Mann. Die Assassinen, die sind echte Alleskönner. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann klickt rein in Teil 25. Ansonsten liken, subscribe und kommentieren. Wunderbar, du oder? Hast drauf. Ja. Langsam weiß ich, was du alles sagen möchtest. Na, und das ist super. Ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.